Der spirituelle Name Bhajan. Bhajan ist ein spiritueller Name, zum Beispiel für Aspiranten mit Krishna-Mantra, aber auch mit anderen Mantras, zum Beispiel Om. Denn Bhajan kommt vom Hindi-Wort Bhajan, vom Sanskrit-Wort Bhajana, und Bhajan heißt Verehrung mit Musik und Gesang. Bhajana heißt Verehrung, Singen, Ehrerbietung. Das Sanskrit-Wort Bhajana wird in den meisten nordindischen Sprachen und in den meisten Regionen Indiens Bhajan ausgesprochen, zum Beispiel auch im Hindi. Bhajan, wenn du Bhajan heißt, dann soll es heißen, du willst aus deinem Leben eine einzige Verehrung Gottes machen. Du willst dein Leben wie einen Gesang Gottes machen. Du willst dein Leben mit Freude führen, du willst dein Leben harmonisch, melodiös führen, aber du weißt auch, in jedem Gesang gibt es mal schönere und schnellere Phasen, langsamere Phasen, meditativere Phasen und in einem längeren Musikstück mal traurigere und mal enthusiastischere Phasen. So siehst du dein ganzes Leben als Gesang an, als Verehrung an. In diesem Sinne, als sei ein Bhajan, ein Lied Gottes, eine Verehrung Gottes. Sei jemand, der Gott stets verehrt. Und vielleicht hast du auch einen besonderen Bezug zu Kirtans und Bhajans. Ich habe einen längeren Vortrag gegeben über Bhajan. Auf unseren Internetseiten kannst du ihn finden als Video und als Niederschrift. Und so findest du auf wiki.yoga-vidya.de/bhajan eine ganze Menge über die Bedeutung von Bhajan.